Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir stehen hier an der Treppe, die wir gleich mal betreten, sind immer noch in Vyrax Turm, jetzt in der Ebene 5, was ein bisschen nach Dach aussieht, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, sieht stark nach Dach aus. Dann haben wir anscheinend den Turm soweit erledigt. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Naja. Also ich sehe schon den Schatten vom Drachen, ich sehe aber ansonsten erstmal nur die üblichen verdächtigen Monstere. Naja, ich habe nicht genug Mana, bla. Hast jetzt ja Gott sei Dank aufgeladen. Ja, ist wieder ein wenig Drache gewesen. So, jetzt ist gerade hier ruhig. Jetzt kommt Vyrax. Okay, dann. Schauen wir mal. Dass wir den ein bisschen tot kriegen, würde ich sagen, ne? Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Das klappt doch ganz gut. Würde ich mal behaupten. Einfach weil er schon tot ist. Ja, das ist schön. Das war auch das Ziel. Wir gucken jetzt hier natürlich auch nochmal herum, ob hier noch irgendwo was rumfliegt, was eher nicht so danach aussieht. Ja, dann hauen wir da mal wieder ab. Ja, jetzt sind wir hier. Wir nehmen jetzt mal die Abkürzung übers Portal und ins Lager. Und irgendwer will hier bestimmt. Ach so, ne, Quest ist einfach so abgeschlossen. Na ja, gut. Dann sehen wir mal gerade zu, dass wir. Ups. Ja, ist aber in Ordnung. Dass wir hier wieder ein bisschen aufräumen. So. Dinge, die wir nicht unbedingt brauchen, zum Beispiel wegmachen und so. Und zwar hier die ganze Dame, da haben wir nur was. Und du was. Ein Großschwert, was ich nicht brauche. Das ist schwer. So. Stangenwaffe. Was habe ich denn hier? Hier habe ich auch eine einzigartige Stangenwaffe. Dann vergleichen wir die doch mal. Also 410 pro Sekunde hohes Angriffstempo. Goldmenge erhöht Glück und Magie. Glück bei Magiefinden erhöht. Gesundheit Mana, ja, ist wohl besser. Dann tauschen wir den aus. Und ich würde ja auch sagen, wir verkaufen den dann. Weil. Nee. Stimmt gar nicht. Das ist ja gar kein. So, den werden wir auf jeden Fall mal austauschen. Ach so, das kommt da hin. So. Also, Schulterrüstung haben wir da halt. 38 Eispanzer. Ja, tauschen wir mal aus. Stärke brauche ich mehr. Oder Stufe 54. Ach komm, dann tauschen wir den auch aus. So. Der muss. Warte, was kann denn der? Nehmen wir das. Was macht der meiner Wiederherstellung? Ach, der kann weg. So. Dann einmal zu den Truhen. Da. Heißt, der kann auch weg und der kann auch weg. Dinge, die ich nicht brauche. Erstmal weg. So, und da wir den eh noch nicht nehmen können, kommt der einfach mal hier rein. Und dann verkaufen wir alles. Sieht es eigentlich sonst hier aus? Es geht. Aber, was ich gerade gesehen habe. Tierchen.
Vergeltung 4, der hat Vergeltung 3. Dann kann der entfernt werden. Das ist Blutzombie. Ja. Jo. Na dann, auf in die Bruchmine, würde ich mal sagen, wa? Auf die. Gucken wir mal. Ja, ich sehe, dass uns hier jemand was erzählen möchte. Blöd. Wir müssen den Alchemisten einholen, bevor er den Urbergkern erreicht. Mit Orklaxis könnte er die Barriere zwischen den Welten zerstören. Und das wäre das Ende. Ihr müsst den Alchemisten besiegen und den Orklaxis abnehmen. Er will damit nur Zerstörung anrichten. Aber dank der Energie der Wächter hat das Herz jetzt verdient, den Herrn wiederherzustellen und den Schaden an der Barriere zu beheben. Aha. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. Schade. Ja, denn auf zur Bruchmine. Wie schon mal gesagt, eben irgendwann. Ich bin gespannt. Ich finde das nicht nett. So, da ist ein Beastock oder wie auch immer sich das schimpft. Ah. Okay. Also, wir wissen, die sind schon mal stärker als vorher. Die Gegner. Zumindest zum Teil. Nicht widerstandsfähiger, sondern einfach stärker, wenn sie denn dann angreifen. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier in diese Feuerdinger nicht reintreten. Das wäre unklug, weil, ne, tötet uns und so. Beziehungsweise macht Schaden. Schaden machen ist immer so eine Sache, die ich immer eher ungerne hätte. Hier ist auch ein bisschen, also scheint etwas verwinkelter sozusagen zu sein als die anderen Maps. Aber naja. Wenn sehen. Ich denke, hier werden wir auf jeden Fall das Problem haben mit öfter mal hin und her rennen, einfach weil das so verwinkelt ist und man absolut nicht vorher absehen kann, was jetzt der richtige Weg ist. Dementsprechend gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir gerade hier so ein bisschen mehr hin und her laufen müssen. Aber ich denke, auch das werden wir überleben. So, jetzt ist hier mal Ruhe im Karton. Nö? Also. Noch irgendwas? Ja. So, wir sind auf jeden Fall bei den Zwergen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das... Ich meine, wir haben ja jetzt hier keine Quest mehr stehen und nix. Wir haben jetzt quasi den Auftrag, halt den Alchemisten aufzuhalten. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt hier schon das Ende? Naja, fallen. Da. Okay. Ist das hier schon das Ende dann, wenn wir hiermit durch sind? Oder
kommt da noch was? Das weiß ich jetzt so aus dem Kopf nicht mehr. Ich hatte ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ich habe es öfter mal durchgezockt, dieses Spiel. Ist allerdings auch schon ein wenig her. Daher. Auf jeden Fall ist da schon der Weg nach unten. Und ganz so schnell wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte schon ganz gerne auch hier wieder alles erforschen. Und so. Einfach weil es geht. Und weil das noch ein bisschen Erfahrung gibt und Punkte, die man verteilen kann. So, dass man am Ende gegen den Endgegner vielleicht nicht total ablust oder so. Das ist jetzt so meine Idee gewesen. Ich hoffe, man erklärt sich hier im Auditorium sozusagen damit einverstanden, dass ich beim Endgegner nicht sofort abkacken will. Wäre, glaube ich, ganz nett. So. Ein Mechanoid oder Mechanoid oder wie auch immer das Viech heißen will. So. Oh, den habe ich eben übersehen. Eindeutig. Ja, das war Ebene 1. Dann gehen wir mal weiter zu Ebene 2, würde ich sagen. Wieso ist hier schon wieder... Ich will aber noch da einen von denen drin haben. Ich immer, wenn ich auf die falschen Tastenkombinationen drücke. Weil ich mir nicht merken kann, welches die richtigen sind. Schlimm. Na so. Dann geht es einen nach unten. Und dann Truhe mitnehmen. Und Zeug töten. Mehr Zeug? Nein, da erst wieder. Erst wieder. Ha. Also, erstmal da töten, dann da töten. Und dann gucken, ob alles tot ist. Da ist noch mehr, was lebt. Kein Problem, auch das werden wir töten. Ist alles kein Ding. So, und da ist auch noch was. Ja, ja, es ist immer eine Falle. Wenn man schnell genug wegrennt, dann macht das nichts. Ja, da ist auch noch so ein Kampfturm-Dingsi. Ich bin schon wieder überfragt, wo ich langlaufen soll. Was ganz Neues. Ich sollte auf jeden Fall hier ein bisschen aufpassen und so. Aber das hat auch ganz gut geklappt. Von allen Seiten oder was hier, Hilfe. Aber es hat gereicht. Und jetzt ist es aufgeladen, sodass wir hier so ein bisschen mehr Zeug noch umbringen können. Ja. Na komm. Stirb. Stirb. Rorgul. Ah, ich sollte da kurz wegrennen. Ja, kurz ein bisschen aufladen lassen und dann... Ich nehme mir da nochmal ein Schlückchen. Also hier geht's jetzt natürlich echt ein bisschen härter ab als vorher, ne? Von den Gegnern her, die sind zum Teil widerstandsfähiger und... machen halt auch mehr Damage. Und es sind einfach mehr Gegner, habe ich das Gefühl, als vorher. Also hier ist schon echt
einiges los. So, jetzt sehen wir hier einen Außenring, den wir anscheinend noch langlatschen können, dürfen, sollen, müssen. Damit fangen wir auch einfach an. Bevor wir jetzt irgendwo anders weitermachen, töten wir erstmal hier alles auf diesem Außenring, damit das erledigt ist. Gib mir das. So. Dann haben diese Viecher anscheinend auch noch Eisenwachenviecher. Die können einen anscheinend ja auch dann noch irgendwie zu sich ranziehen. Die können komische Feuersachen ganz viel. Okay, also da ist der Aufzug. Sehr schön. Dann wissen wir ja, wo wir nicht lang müssen gerade. Ich guck mal kurz in die Map, wo wir überall lang müssen. Also ich würde sagen, wir fangen hier an, machen dann hier weiter und gehen dann dahin. Hm, super. Ja, also im Moment finde ich offensichtlich immer als erstes den kürzesten Weg zur nächsten Ebene. Was natürlich schön ist, aber irgendwie ja jetzt bei mir nicht so sinnig, weil ich ja gerne lieber hier noch alles mitnehme und so. Ist okay, wenn du mehr nicht tragen kannst, dann will ich dich von deiner Last hier mal ein bisschen befreien. Ist ja nicht so. So. Brauche ich nicht. Auch weg. Und der Kinn auch weg. So, na dann. I know that, because I have him weggeschickt. And I know my English is very good. Jaha. So. Ich müsste eigentlich auch gleich mal meine Position wechseln. Mein Fuß ist nämlich schon ziemlich sehr eingeschlafen. Ja. Ah. So, Feuerviecher töten. Also Flammenwerfer, Werferviecher, was ja im Endeffekt Feuerviecher gleichkommt, ne? Ist ja im Endeffekt alle dasselbe. Hammers. Sieht ganz gut aus. Scheint alles hier wie es zu sein. So. Na denn, können wir ja zur nächsten Ebene übergehen. Was in dem Fall gleichbedeutend ist mit, wir beenden die Folge hier und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!